Eine typische Herausforderung in der modernen Landwirtschaft ist die Digitalisierung der Dokumentation. Viele Landwirte stehen aktuell in den Startlöchern, um Mais zu legen und tun sich mit diesem Thema schwer, Katharina. Wo ist das Problem, Heiner? Viele der John Deere-Maschinen, wie zum Beispiel auch der 6R hier, sind ja schon komplett ausgerüstet. Das heißt, sie haben unser Command Center Display, unser automatisches Lenksystem mit dem Starfire-Empfänger und das Telematiksystem JD-Link. Nicht ausgerüstete Maschinen können wir mit den Komponenten ganz leicht nachrüsten. Wir setzen dann die Dokumentation mit ein paar Klicks im Display auf und später, wenn dann die Arbeit auf dem Feld startet, läuft die Dokumentation automatisch im Hintergrund mit. Das heißt, wir haben keinen extra Aufwand für den Fahrer. Jetzt benötigen wir nur noch ein Online-Konto auf unserem Portal. Richtig. Unser Operation Center Account kann innerhalb von wenigen Minuten eingerichtet werden und sowohl die Einrichtung als auch die Nutzung ist komplett kostenfrei. Und über JD-Link werden dann die Daten von der Maschine drahtlos ins Operation Center übertragen. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was wir mit den Daten machen können. Erstmal können wir über die App oder über die Website jederzeit und von überall auf die Daten zugreifen. Und im Operation Center selbst haben wir verschiedenste Analysemöglichkeiten zur Verfügung, um eben datenbasierte Entscheidungen treffen zu können. Und wenn gewünscht, dann kann die Dokumentation auch mit wenigen Klicks mit zum Beispiel Beratern, Kunden oder anderen Plattformen geteilt werden. Und wie ist das nun beim Spritzen, Düngen und Ernten? Also wenn sollte das für alle Arbeitsschritte nutzbar sein, um optimale agronomische Entscheidungen treffen zu können? Das läuft im Prinzip genauso. Die Maschinen sind ja größtenteils schon smart. Das heißt, alle Daten kommen im Operation Center zusammen. Und überleg mal, wie viel Zeit du sonst im Nachhinein damit verbringst, um deine Zettelwirtschaft zu sortieren oder Nachtragung vorzunehmen. Das fällt dann alles weg und du kannst viel entspannter früher in den Feierabend starten. Früher Feierabend? Das nenne ich mal eine smarte Lösung.